Hey Leute, heute mit einem ganz speziellen Thema. Und zwar werde ich oder bekomme ich öfter mal die Nachrichten: Eike, wie mache ich das? Ich habe keine Lust zu kochen. Gibt es irgendwelche schnellen Sachen, was ich mir machen kann? Ne? So, jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, ihr könnt euch natürlich ganz einfache Rezepte, wo man eben schnell was zusammen in die Schüssel wirft oder so, könnt ihr euch natürlich machen. Dann gibt es diese andere Möglichkeit, dass ihr sagt, okay, ich gehe zum Bäcker, ich hole mir ein Brötchen. Das ist natürlich nicht die perfekte Möglichkeit, aber ich sag mal so, die meisten Menschen, die machen es sich ziemlich einfach, auch was das Frühstück angeht. So. Wenn ihr jetzt aber dieses Ziel vor Augen habt und sagt, okay, ich will bis Tag X eine Diät machen oder ich will bis Tag X aufbauen oder ich will bis Tag X das und das Gewicht erreichen. So, und ihr habt Probleme damit, die Motivation zu finden, zu kochen, oder ihr habt einfach keine Lust und es ist euch zu anstrengend, sagen wir es mal so, es ist euch zu anstrengend, früher aufzustehen, um euch das Frühstück fertig zu machen. Dann müsst ihr euch einfach sagen, okay, ab morgen stehe ich 20 Minuten früher auf, um mein Frühstück vorzubereiten. Was ist jetzt dieser wesentliche Punkt? Ihr müsst versuchen, euch diese ganzen Aktivitäten, gerade was das Essen angeht, zur Routine zu machen. Ihr müsst einfach euch sagen, okay, ich weiß, dass es mir was Gutes tut. Ich weiß, ich verbessere mich dadurch, meine körperliche Leistung steigert dadurch, wenn ich, sag ich, mich mal gesünder ernähre, wenn ich mir mehr Zeit einplane. Und dann, wenn ihr damit angefangen seid, natürlich ist aller Anfang schwer. Ich will gar nicht sagen, dass es einfach ist. Also es gibt Leute, die tun sich dort enorm schwer mit. Aber sobald ihr damit angefangen seid und ihr zieht das echt durch und ihr quält euch, sag ich mal, die erste Woche oder sei es die ersten zwei Wochen, sei es, dass ihr euch quält, dann werdet ihr irgendwann aber in eine Routine gelangen. Dann ist es für euch selbstverständlich, dass ihr morgens 20 Minuten früher aufsteht, um zu frühstücken, weil euer Körper sich dort dran gewöhnt hat. Das ist dann sozusagen euer täglich Brot. Es ist dann genauso wie das tägliche Zähneputzen, ne? Oder wie Wäsche waschen. Ihr könnt doch auch nicht sagen, okay, ich wasche keine Wäsche mehr und ich ziehe jetzt immer meine schmutzigen Klamotten an. Das funktioniert doch nicht, Leute. Ihr müsst euch einfach alle Sachen, die ihr macht, müsst ihr euch zur Routine machen. Das ist der wichtige Punkt. Ich hoffe, das hat euch einen kleinen Denkanstoß gegeben. Seht es einfach wie das tägliche Zähneputzen, dass ihr morgens früh aufsteht, um euer Essen vorzubereiten. Und dann irgendwann seid ihr dort so drin, dann macht es auch, wenn ihr keinen Bock drauf habt. Dann macht es auch, wenn ihr verschlafen habt. Dann macht es auch, wenn ihr zu kaputt seid. Ihr macht es trotzdem einfach. Ich meine, ich gehe auch, ich komme auch, was weiß ich, dann mal abends aus dem Gym und ich stelle mich trotzdem noch am Herd und koche, obwohl ich total down bin, obwohl ich eigentlich zu überhaupt nichts mehr in der Lage bin, manchmal. Also das ist manchmal echt heftig, aber ich habe es mir zur Routine gemacht und genau deswegen mache ich es, auch wenn ich da überhaupt gar keine Lust habe, ich mache es trotzdem. Und dann denkt man auch gar nicht mehr darüber nach, ob man da jetzt Lust zu hat oder ob die Motivation fehlt, sondern man macht es einfach. Leute, ihr müsst euch viele Dinge in eurem Leben zur Routine machen und dann klappt das auch. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Natürlich werden weiterhin mehr solche Videos kommen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!